Hey, hey, heute erster Eindruck von Remor in Infested Kingdom Early Access Version von Black Anchor. Kam jetzt am 31.10. raus, kostet 15 Euro. Wir haben hier Rundenstrategie in einer mittelalterlichen Zombie-Apokalypse, inspiriert von Spielen, in dem Falle sogar ein Brettspiel, wie Zombicide oder Battle Brothers. Wir hatten das Spiel schon mal auf dem Kanal am 24.06. in einer Nextfest-Demo. Ist wahrscheinlich in der Beschreibung verlinkt. Wer weiß, Mensch, der das hier in der Zukunft editiert und die Beschreibung baut. Vielleicht kümmert er sich ja darum. Was ist Remor? Remor Infested Kingdom ist ein Low-Fantasy-Rundenstrategiespiel. Das königreiche Remor ist gefallen, ein ehemaliger Ritter von der Knight's Guard, der letzte Überlebende einer lokalen Miliz und ein Barbar von jenseits der Grenzen des Königreichs müssen eine mittelalterliche Zombie-Apokalypse überleben. Dazu schleichen sie durch von Zombies und Kultisten überrannte Gebiete und suchen nach Essen, Waffen, Werkzeugen und Verbündeten, um diese alle zurück in ihr Versteck zu bringen und sich auf die nächste Mission vorzubereiten. Die Early Access Version hat 6 Missionen und das Tutorial, das sind 4 Missionen mehr als die Demo hatte, wobei die aktuell letzte Mission ein schwieriger Bosskampf ist. Es gibt eine Menge neue Gameplay-Sachen und Werkzeuge, zum Beispiel Rüstung ist mit dazu gekommen als eine Art temporäre Gesundheit für jede Mission, die Möglichkeit gratis Waffen wechseln zu können, benutzbare Gegenstände, die für alle Charaktere bereitstehen, so wie der Fanghaken aus der Demo, den vorher nur der Milizmann hatte, den kann jetzt jeder benutzen. Es ist relativ viel von dem Zombicide-Einfluss verloren gegangen. Das Spiel hat so aber eher zu sich selbst gefunden, als einfach eine Kopie von einem Brettspiel zu sein. Die Charaktere sind alle ein bisschen aufgeweicht worden und sind jetzt alle 3 offensiv. Vorher hatte man den Ritter als defensiven Charakter, als einziger der Rüstung hatte, den Barbaren als offensiven Charakter und den Milizmann als Support. Das ist ja immer noch mehr oder weniger, aber die sind jetzt alle 3 wirklich dafür da, um Gegner zu töten. Meine Wünsche aus dem Demo-Video waren mehr Charaktere gewesen, ist leider nicht passiert, wird wohl auch nicht passieren. Man kann also keine andere Party zusammenstellen, na gut, und am RPG-Maker-Artstyle wird sich halt nichts mehr ändern, was soll man da machen? Die neuen Missionen sind aber alle wirklich gut. Kurzer Spoiler, ich habe, als ich gespielt habe für den ersten Eindruck, das Spiel komplett in einer Sitzung durchgezogen, bedeutet meistens, dass wir es mit einem guten Spiel zu tun haben für den ersten Eindruck. Ist relativ kurz, obwohl wir 6 Missionen haben, ist man hier innerhalb von 4 bis 5 Stunden durch. Master Volume war wie in der Demo auch auf 100%, aber auf leiseren 100% als vorher. Lasst mich nochmal kurz durchschauen drüben. Ja, schauen wir mal kurz in die Erstellung rein. Wir haben 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade, einfach, normal und schwer. Doom ist noch nicht drin, da bin ich mir ziemlich sicher. Ihr könnt, wenn ihr einmal die Kampagne durchgespielt habt, Recurring Nightmare anmachen. Dadurch werden automatisch alle Story-Elemente übersprungen. Und ihr bekommt von Anfang an den Händler gestellt. Außerdem könnt ihr Iron Man anmachen. Ich habe hier Kampagne 2 ein bisschen vorbereitet. Habe die Demo-Mission da quasi gespielt und würden dann da gleich weiterschauen. Gut, gehen wir rein. Wir machen 1-2 Missionen, denke ich. So lange dauern die ja nicht. Ihr seht hier, normale Schwierigkeit. So, wir sind hier in unserer Zuflucht. Hier hat sich auch ein bisschen was getan. Ihr habt jetzt zum Beispiel den Kerl hier drüben. Den hat man ja in der Demo noch gerettet. Der ist unser XCOM Researcher. Fangen wir einfach mal links oben an. Ihr habt hier die Frau Ayela. Der gehört die Taverne. Bei der macht ihr, naja, Essen, nicht? Was bedeutet Essen? Ihr braucht hier mindestens 1 von 10 drin, damit die Jungs nicht verhungern. Alles, was ihr hier oben zu essen reinschmeißt, gibt irgendwelche Effekte. Hier einfach nur rohe Bohnen geben zum Beispiel +2 Heilung. Dadurch würde aktuell der Ritter wieder volle Gesundheit kriegen und der Barbar würde ein bisschen hochgehen. So, hier neben könnt ihr dann spezielles Essen herstellen. Da bekommt ihr dann zum Beispiel für die Bohnen hier 10% erhöhte Konzentration. Ich bin mir gerade nicht sicher, welches Attribut das ist, aber wir finden das sicher noch heraus. Schmeißen wir das mal rein und dann würde ich sagen, machen wir noch, wobei die normale Bohnen bringt nichts. Wir brauchen ja dafür 2x Peace, steht ja hier oben. Wir würden ja dadurch einfach nur Zeug verschwenden dann. Crit-Schaden +1, TP-Regeneration, was TP-Regeneration, sowas ist, reden wir gleich drüber. Mal lassen wir es einfach erstmal so. So, jawohl. Wenn man gegessen hat, dann das erstmal geklärt. Der Typ hier macht jetzt, glaube ich, noch nichts für uns. Wobei macht er doch. Der hat einfach nur eure Research-Projekte.
Er verbessert euch Sachen und baut euch einzigartige Sachen, wie zum Beispiel diese Handgranate hier, die mir am Ende tatsächlich geholfen hat. Die macht 11 Punkte Rüstungsschaden, die brauchen wir jetzt am Anfang noch nicht unbedingt, aber später ist sie cool, weil wir haben hier im Early Access tatsächlich eine zweite Gegnerfraktion, mit der ich so gar nicht gerechnet hatte. Neben den normalen Zombies habt ihr jetzt noch Kultisten mit dabei, die Rüstung haben und ganz andere Fähigkeiten benutzen. Und ihr habt den guten Jorgen hier unten, euren Schmied. Der repariert eure Waffen. Was gibt's hier für Waffen? Es gibt Schwerter, Äxte und Streitkolben. Schwerter haben meistens damit zu tun, dass die Gegner anfangen zu bluten und der Schaden mehr oder weniger ein bisschen enger gefasst ist. Äxte haben einen relativ großen Schadensradius und haben auch sonst nichts Spannendes, außer ich glaube Crit-Chance. Ja, Äxte müssten eine höhere Crit-Chance haben. Und Streitkolben machen relativ wenig Schaden, der aber eng gefasst ist und machen dafür dann halt sehr starke Debuffs mit oben drauf. Sagt, die Charaktere wurden alle geändert. Ihr habt jetzt Rüstung auf allen Charakteren. Der William, der vorher mehr oder weniger nur der Tank war, hat jetzt auch offensive Fähigkeiten. Hat jetzt zum Beispiel den Waffenexperten, bedeutet, wenn man zweimal zugeschlagen hat, dann bekommt man einen, naja, Angriffspunkt wieder zurück und kann dann quasi auf jeden Fall noch ein drittes Mal zuschlagen. Der hatte vorher mehr mit Rüstung zu tun als jetzt. Aber das sehen wir gleich alles, wenn wir kämpfen. Wir reparieren erstmal unsere Waffen. Der Schmied ist ein bisschen fiddelig gebaut. Ihr habt ganz oben Waffen modifizieren. Da könnt ihr zum Beispiel so Sachen dran machen wie erhöhter Crit, erhöhter Schaden generell. So, hier könnt ihr einen Modifier rüberschieben von einem Schwert auf ein anderes. Es gibt hier zum Beispiel so Sachen wie, lasst mich mal schauen, ob es hier tatsächlich schon was gibt. Ne, die sind alle noch Standard. Es gibt, wobei die sind gar nicht Standard, links steht es ja. Zum Beispiel hat der Billhook hier Silberdekoration, bedeutet, der ist 150% von seinem Wert erhöht. Der improvisierte Dolch hier, höhere Chance, eine Verletzung hinzuzufügen. Die Sachen kann man hier dann auf eine andere Waffe rüberschieben. Eine Waffe verbessern, ist ganz klar das, was da steht. Ihr baut quasi einfach die bessere Variante davon. Wir könnten die dem tatsächlich sogar bauen. Wobei, Ready to Hunt, achso, das erhöht wegen dem Ready to Hunt, okay. Wir verbessern das Ding hier einfach, ist ja, ich will es euch ja zeigen. So, das ist dann auch automatisch repariert. Hier könnt ihr reparieren, genau, und ganz unten könnt ihr kaputt machen, da seht ihr dann ganz genau, was ihr kriegt. Nichts Spannendes dabei, ist nur ein bisschen unübersichtlich auf den ersten Blick. So, dem seinen Bogen reparieren wir. Wie geht's denn dem Speer? Der Speer ist noch ganz. Dem sein Schwert müssen wir auch reparieren. Da hauen wir nochmal drauf, weil es ist nicht gut, wenn das Ding kaputt geht. So, können wir jetzt noch irgendwas verbessern? Ja, wir haben noch die beiden Wetzsteine. Was kostet der Spaß hier zum Verbessern? Bogensehne und das hier müssten aber auch Wetzsteine. Das ist Öl. Okay, na dann können wir raushauen. Dann verbessern wir das Schwert mit mehr regulärem Schaden, bitte. Haben wir das nicht hier drauf? Gibt es keinen regulären Schaden? Plus 5 Crit, plus 1 Crit Schaden, plus 3 Haltbarkeit. Na gut, dann machen wir es einfach stabiler. Das kann man dann tatsächlich nochmal verbessern auch. Sogar hier in dem Fall in zwei verschiedene Richtungen. Einmal, dass es noch stabiler wird, dafür aber weniger Schaden macht oder normal einfach stabiler. Denn es gibt hier wirklich keinen erhöhten regulären Schaden. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Können wir hier irgendwas machen? Den Bogen müssen wir auf jeden Fall stabiler machen. Hier können wir Min- und Max-Schaden verbessern. Könnt ihr alles sehen hier. Ist viel Zeug mit dabei. Weniger Reichweite, dafür mehr Schaden. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht für das, was der macht. Was ist denn da drauf? Shake up. Okay. 10 or more durability, ignore armor. Das heißt, mehr Haltbarkeit ist gut auf der Waffe, ja? Und dann machen wir mehr Haltbarkeit oben drauf. Schwert, was kannst du so machen? 5% Crit, genau dasselbe wie, wie das andere Schwert auch. Ja, na, hier können wir ganz normal Maximalschaden um 1 erhöhen. Dann hauen wir das mal rein. Gut, wir haben gegessen. Wir haben uns um unser Equipment gekümmert. Wir haben eine Research angeschmissen. Der Händler, kein Gold oder sowas, das es euch gibt, sondern es wird immer nur getauscht. So, 24 oder haben wir noch? Ne, wir haben keins mehr. Ihr nehmt zum Beispiel auch vergammeltes Essen, das ist ihm total egal. Dann würde ich dem vielleicht noch den Quatsch hier geben. Jetzt wird es langsam schon eng. Okay, das reicht, oder? Gut. Dann würde ich sagen, machen wir eine Mission. Jawohl.
Wir kommen jetzt als nächstes in die Taverne. Die Lady, die für uns kocht, möchte, dass wir ihren Mann retten. Wir haben sogar ein Level-Up auf Edwin. Das ist hier, ich denke mal, für den Early Access sehr speziell eingestellt. Also der kommt auf maximale Stufe, ist aber auch der Einzige, der quasi für Stufe 3 schon Fähigkeiten hat. Der hat keine Stufe 3 Fähigkeiten und der auch nicht. Was haben wir denn hier? Fancy Footwork. Maximalschaden um 1 erhöht für jeden Schritt, den wir vorher gemacht haben. Na gut, der soll ja aber mein Bogenschütze sein. Heißt immer ein Chain Support. Bedeutet, der kann so oft angreifen, wie er quasi Ausdauer hat. Anstatt nur einmal. Der macht nämlich Unterstützungsfeuer. Deshalb hat er einen Bogen, damit ich mich da nicht drum kümmern muss. Wer will was? Achso, du hast deinen Kram schon gemacht? Okay, cool. Das ging ja dann doch recht schnell. Ja, dann bauen wir noch so ein Repair-Kit. Ich habe zwar eben gerade das eins gekauft. Gut, legen wir los. Onboard. Also, vorher ging es bis hier. Ihr habt das Tutorial gemacht. Mission 1, Mission 2. Jetzt geht es bis hier hoch. Und das Männerhaus ist ein relativ starker Bosskampf. Wir schauen mal, dass wir die Taverne machen. Je nachdem, wie lange es dauert, vielleicht die Baracken noch mit dazu, weil das eine lustige Mission war. Grocery war ziemlich schwer. Da ist man quasi in der Mitte von zwei großen Streitmächten gefangen. Und muss sich durch die Zombies durchpushen, während von hinten die Kultisten auf einen einprügeln. Das war gar nicht so ohne. So, wir haben hier hohe Chance, Essen zu kriegen. Und wenn ihr nicht auf dieser Nightmare-Schwierigkeit spielt, seht ihr hier unten auch immer, was ihr bekommt. Ein bisschen hässlich ist es, wenn ihr den Bogen erst spät bekommt. Ich habe meinen Bogen beim Durchspielen beim ersten Mal wirklich sehr, sehr spät gekriegt. Und das war ein bisschen fiddlig, weil der Bogen schon eine sehr starke Supportwaffe ist. Gut, wir nehmen den Speer mit, das stimmt. Für unseren Milizmann, falls was ist. Die anderen beiden Waffen sollten eigentlich reichen. Wir nehmen unser Repair-Kit mit. Wir haben unsere Geldtasche dabei, um Gegner abzulenken. Wir haben die Steintasche dabei, um Gegner anzulocken. Wir haben den Wurfhaken dabei, um Gegner beizuziehen. Und der Rest ist eigentlich relativ egal. Okay, Kampfsystem. Worum geht's hier? Wir werden anscheinend schon von Gegnern verfolgt. Passiert öfters mal, dann muss man sich halt beeilen. Okay, nochmal. Worum geht's hier? Mach mal Story weg. Ach, richtig, ist das erste Mal, dass wir die Kultisten finden hier. Genau, der Barbar sagt, er kennt das. Von da, wo er herkommt. Hier in dem Königreich ist das weniger bekannt, die ganze Angelegenheit. Der Milizmann mag das nicht, dass unser Barbar einfach so anfängt, Türen aufzumachen. Aber er sagt, Dude, wir haben keine Zeit. Wir müssen den Innkeeper finden und uns hier verdrücken. Also, worum geht's? Ich sag, wir sind rundenbasiert, heißt, wir müssen uns nicht allzu sehr hetzen. Die Charaktere haben hier unten vier lustige Stats. Ihr habt einmal blau, das sind Waffenaktionspunkte, die braucht ihr, um anzugreifen. Hier steht oben immer dabei, wie viel das kostet. Es gibt tatsächlich auch Waffen, die nicht die blauen, sondern die grünen Punkte zum Angreifen benutzen. Hat mich ein bisschen irritiert, als ich das gefunden habe. So, ihr habt hier dann Waffen- und Schildfähigkeiten. Auf Q könnt ihr jederzeit Waffen wechseln. Auf E habt ihr eure Tooltasche. Die gelben sind Rüstung, das ist neu. Vorher hatte nur William Rüstung gehabt und musste die mit seinem Schild oder so irgendwie aufbauen. Rot ist Gesundheit, die bleibt zwischen den Missionen. Und grün sind taktische Punkte. Die benutzt ihr, um zu laufen, um taktische Fähigkeiten zu machen, wie zum Beispiel Position wechseln mit Leuten oder Gegner schubsen. Oder zum Beispiel den ganzen Kram hier zu benutzen. Im Fall von unserem Milizmann benutzt er auch seine taktischen Punkte, um ja, Supportschüsse abzugeben. Gut, wir laufen rum und looten Dinge. Dafür klicken wir das Zeug an. Es gibt irgendwo so einen spannenden Highlight-Button. Genau. Steuerung links. Und mit Rechtsklick lasst ihr eure Leute durch die Gegend wuseln. Türen kann mittlerweile auf und auch wieder zumachen. Ich glaube, das war in der Demo tatsächlich nicht so gewesen. Ja, wir haben Gegner gepult. Ach, das sind die neuen Großen in der Mission hier schon. Die Skulker. Genau, die kommen und wenn man die schlägt, dann drehen die sich um und versuchen wegzulaufen. Wenn die nicht weglaufen können, schlagen die zu. Und zwar feste. Gut, also alle Mann hier rein. Die Waffen sehen tatsächlich anders aus, wenn ihr die umbaut an den Charakteren. Auch sehr nett. War auch was, wo die Entwickler viel Wert drauf gelegt haben, dass das hier realistische Waffen sind, die es zu der Zeit auch gegeben hätte. Gut, das sind wie viele? Das ist eine Menge. Aber bevor die jetzt nächste Runde an uns rankommen und ich da nichts mehr tun kann, ich sehe aktuell zumindest keine Explodey Boys,
Er hat noch 5, das heißt, er macht noch einmal Supportfeuer. Den können wir dann vorziehen, wenn es soweit ist. Problem ist halt, der hier braucht seine taktischen Punkte, um extra Schläge machen zu können. Na gut, die kommen aber sowieso her, außer wir könnten die irgendwie umdrehen lassen. Wir leben einfach mal in der Hoffnung, dass sie uns diese Runde noch nicht angreifen. Doch, die kommen her und die werden uns sehen. Shoot. Na gut, aber wir können trotzdem nicht mit so wenig Punkten den Kampf anfangen. Das klappt so nicht. Hey, Glück gehabt. Jetzt können wir sie aber ranziehen und ein ordentliches Schlachtfest hier veranstalten. Hey, Nerd! Komm mal ran auf den Meter. Wenn wir die jetzt pullen, dann greifen die nicht an. Aber wenn die sich vor jemanden stellen, haben die eine Catch-Mechanik. Das bedeutet, die Leute, die eingefangen sind, können sich nicht wegbewegen. Na gut. Was wichtig ist, woran ihr denken solltet, wenn ihr euch nicht bewegen könnt mit euren taktischen Punkten, benutzt das zum Schubsen. Wenn die irgendwo gegenschlagen, dann nehmen die nochmal extra Schaden. Was können wir denn hier mit Finishing Slash machen? Okay, das ist nett. Das heißt, wenn die Gegner bluten, dann bekomme ich den Blutungsschaden mit dazu. Gut, wir können ihn aber eigentlich nochmal einfach rammen. Der Bogenschütze kümmert sich dann schon darum. Gut, was machen wir mit dir, Axtmann? Du hast diesmal keine Axt, sondern ein Schwert. So, der schlägt entweder über Kante. Bringt uns noch nichts von hier. Netter Crit. Der bekommt taktische Punkte zurück, wenn der Leute tötet. Und der kann seine taktischen Punkte benutzen, um Waffenpunkte zu regenerieren. Bedeutet, er schlägt so oft zu, wie er kann. Im Endeffekt kann meiner auch mittlerweile Gesundheit verwenden, um seine Kampfpunkte zu regenerieren. Das werden wir dann auch gleich benutzen. So, einmal würde ich den Kerl hier nämlich gerne ranziehen. Mal schauen, ob das funktioniert, so ich mir das vorstelle. Dann verpassen wir dem ein paar. Dann wird er nämlich wieder zurücklaufen. So, der hier kann doch noch schießen, oder? Ja. Wir haben leider keine Punkte mehr. Der kann aber runtergehen und Gesundheit benutzen. Schade. Wir hätten eigentlich noch auf den Bogen wechseln können. Aber hey, was soll man machen? Na gut, wir gehen nach hier. Gesundheit. Man soll den mal so richtig eine verpassen. Wunderbar. Der hat was gedroppt. Das können wir benutzen für... Okay, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Das sieht nicht so gut aus. Dann machen wir einfach wieder zu. Und dann warten wir mal kurz auf nächste Runde, damit wir hier weitermachen können. Die Gegner schlagen da unten die Tür ein. Ihr habt kurz die kleine minus 7 gesehen. Das ist wirklich dadurch, dass man quasi sofort verfolgt wird, ist hier richtig Stimmung dahinter, sage ich mal. Die haben Exploder mit dabei, das ist schlecht. So, wie er jetzt steht, kann er einen Schritt machen, dann immer noch zweimal schießen, ja? Soll er auf den Blister schießen? Und dann gucken wir mal, dass wir den irgendwie kaputt kriegen. Die explodieren, wenn die, naja, sterben. Aber da der jetzt in zweiter Reihe steht, kann ich einfach... Hardcore in den reinschubsen. Oder ich ziehe nochmal an dem. Schießt Edwin dann oder nicht? Na, wir finden es einfach heraus. Oh, ein Shoulder Bash da rein. Und weg ist er. Der ist auch weg. Dann gehen wir einen Schritt vor. Wir gehen zwei Schritte vor, weil über Kante kann der mit dem Schwert nicht. Looten wir den Kram hier. Brauchen wir alles. Gucken mal hier rein. Okay, noch mehr Zombies. So, sind die jetzt schon durch die Tür durch? Ja, die Tür ist kaputt, das ist übel. Das heißt, wir müssen uns wirklich beeilen. Weil wir haben zwar noch eine Tür, aber wir müssen immer noch da rein. So einer noch. Kann das nicht einfach von hier aus looten und wir gehen dann alle?
sensen den Typ da um, verschwinden und machen einfach die Tür zu. Du machst hier auf, weil wir müssen dann wirklich langsam los. Das ist der erste Kultist, den wir sehen. Der hat, genau, eine Rüstung zum Bleistift. 6 Punkte. So, der kann noch 2-mal schießen. Ja, dann hauen wir einfach mal drauf, würde ich sagen. Er hat ihm durch die Rüstung durchgeschossen. Er hat gar keine Blutung drauf gekriegt. Hol mal den großen Axtmann hier runter. Dann tauschen wir Plätze mit dem. Dann stellen wir dem seine Punkte wieder her. Dann schlagen wir dem Typ den Kopf runter. Dann gehen wir mit dem gemütlich da rein und looten noch ein wenig. Das sind sehr cool gemachte Missionen, alle, die bis jetzt hier im Early Access drin sind. Die sind tatsächlich, hier ist Action mit dabei. Ich sag, wir werden von hier verfolgt, wir werden jetzt dann gleich von da verfolgt und wir haben selten Zeit, uns um alles zu kümmern. Ich hoffe einfach mal, der nette Kerl da oben wird jetzt nicht diese Türe dort aufmachen. In der Bahn, unser Königin, bis es soweit ist. Nämlich raus auf den Hof. Gucken, dass wir hier wegkommen. Waren hier und haben festgestellt, dass es nichts festzustellen gibt. Außer noch mehr Zombies. So, Tür zu. Das sind viele. Jetzt angreifen. Wir haben zwar die Punkte, aber wir haben die TP nicht. Die kommen alle hier hoch. Wenn wir noch eine Packung Münzen da reinwerfen. Dann sollten die doch zumindest erstmal nicht mehr weiter in unsere Richtung gehen. Leute, wir sollten hier zumindest eine Runde gut stehen können. Großes Fragezeichen, 2 Exploder. Wenn die uns halt während ihrer Runde auftreiben, dann haben wir da das Problem, dass die uns angreifen. Die Tür ist kaputt, die Tür da hält noch, aber der hat ja mittlerweile auch vergessen, wo wir sind. Wir können uns hier drum herum schleichen. Wie lange das gut geht, ist halt auch so eine Sache, nicht? Und sind noch mehr. Sie alarmieren über 6 Felder, nicht? Und solange die jetzt da hochmarschieren, sollte hier eigentlich alles cool sein. So, schauen wir mal. Gehen alle da gemütlich nach oben. So, die gucken gerade alle nicht. 6 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die würden die damit aufwecken, ja? Schade. Der kann vor allen Dingen nicht flüchten. Das heißt, wenn ich ihm eine verpasse, dann rastet der richtige aus und verprügelt meinen Barbaren. Wir müssen da drüben rein übrigens. Der kommt und die haben die Tür eingeschlagen. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Ich denke, wir lassen ihn da erstmal da stehen, wo er ist. Gucken, dass wir da rüberkommen. Es passiert hier dann nämlich was. Ich wollte euch jetzt eigentlich nur zeigen, dass man auch ein bisschen durch die Gegend schleichen muss und dass man nicht einfach die ganze Zeit draufhauen kann auf alles. So, es wäre besser, wenn wir alle da reingeschlupft wären, aber na gut. Ist wohl gerade nicht. Ich will nur hoffen, dass der da uns nicht sieht. Fangen da oben an, die Tür einzuschlagen. Alle Mann reinkommen. Wir machen zu. So, einmal den ganzen Kram hier looten und dann ab um die Ecke. Hey, Gastwirt,
Wir sind hier, um dich zu retten. Deine Frau hat uns geschickt. Ja, genau. Wir kommen von einem Camp. Deine Frau will, dass wir dich holen. So, wir sollen darüber gehen. Das heißt, wieder einmal durchschleichen. Die Sache ist die, wir bleiben hier nicht mehr lange alleine. Die Kultisten sind nämlich hier und kommen von unserem Ausgang aus und die kämpfen jetzt gegen die Zombies. Soweit unsere Hoffnung zumindest. Weil wenn die beide gegen uns kämpfen, haben wir ein Problem. Ja, ich denke, wir spielen eine Mission und gut ist. Ich muss euch ja nicht alles spoilern. In der nächsten Mission geht es auf jeden Fall darum, dass wir einen richtig großen Kampf haben. Die haben sich also noch nicht gegenseitig gesehen, ja? Würde ich nochmal eine Runde hier drin aussitzen, bis die Fronten da draußen ein bisschen verhärtet sind und ich entweder durchschleichen kann oder die Sache von der Seite annehmen kann. Oder wir kämpfen hier am Eingang von der Tür, bis alles vorbei ist. Wo sind denn alle? Okay, die sind miteinander beschäftigt. Die haben sich auch hier schon gegenseitig umgebracht teilweise. Wenn wir jetzt da reinschlupfen, dann sehen sie uns. Aber wir müssen ja. Und die haben da oben eh genug miteinander zu tun. Wir sollten vielleicht den Kerl hier in die Mitte nehmen. Dann kann er noch weit genug laufen. Ja, die sind eh alle aneinander gebunden. Na dann. Mir ist ja richtig egal, was sie da machen. Was haben wir denn? Ein Schild, da ist Fracture drauf, okay. Bayern Hammer, Kohle ist sehr gut, das brauchen wir, um Sachen zu verbessern. So, Bogenschütze, du kannst doch hier sicher irgendwas anstellen, was? Und du hältst mal den Schild hoch, falls was ist. Na, gucken wir, dass wir da vorbeischlupfen können. Wow, wow, das war meine ganze Rüstung gewesen, mein Kerl. Danke, Zombies, ihr seid die Besten. Zeig diesen blöden Kultisten, was ich von denen halte. Wir müssen jetzt hier nach rechts durch den Hammermann da töten und uns dann verdrücken. Weil ich gar nicht weiß, ob der da geblieben ist. Ob der hier in der ersten Mission mit Kultisten sieht, auch bleibt. Uff. Voll haben wir es hier mittlerweile, ha? Huh? Deshalb ist der Bogen besser als der Speer. Man kann ihn natürlich mit dem Speer hier hinterstellen, dann sticht er aus der zweiten Reihe. Man kann ihn mit einem Schild und einem Schwert daneben stellen, dann greift er von da aus auch an. Also der hat da Optionen, der Kerl. So, wir können jetzt sogar weiterlaufen, weil das Spiel weiß, dass der Kerl tot ist. Er ist ja nicht tot, der überlebt den Käse, ja. Jetzt ist er tot. Also wenn ihr einen Gegner habt, der irgendwie 5 Punkte Gesundheit hat und der hat 5 Blutungen drauf, lässt das Spiel euch sogar einfach weitergehen. Weil das Spiel weiß, dass der Typ es hinter sich hat. Wie sieht denn das an der Seite aus? Hier ist der Kerl da geblieben? Nein, ist er nicht. Der kämpft gegen niemanden, das gefällt mir nicht. Du hier, Händlermann, wenn du kannst, dann lauf durch. Gut. Schon mal das Safe Zone. Bringen wir die anderen alle so weit, wie wir können. Halten uns hier selbst den Rücken frei. Wenn wir kämpfen müssen, dann ist es halt so.
Der Speer kann nicht diagonal angreifen, der könnte aber den Druiden, Ich sag mal Druiden, weil da oben Diarmuid steht. Das ist ja schon irgendwie ein wilder Name. Der kann keinen Schritt mehr gehen, ja? Der hat noch... Okay. Der könnte den da hochtauschen, da hätten wir gar nicht so viel von. Wir haben alle nicht viel Gesundheit, wenn der Skulker nicht irgendwelchen Blödsinn macht. Sollten wir eigentlich ganz gut durchkommen. Dann macht nochmal den Schild hoch, dann wird der Typ halt gestochen, wenn es so ist. Und klar, der könnte hochgehen, die beiden wahrscheinlich sogar töten. Wir probieren das mal aus. Gut, hat sich dann so wohl erstmal erledigt. Dann bleiben wir hier so stehen. Gucken, was hier so geht und hoffen, dass wir hier weg können. Au! Das war teuer. Das hilft uns nicht. Oh, der hat diagonal angegriffen. Das war stark für uns. Ich habe gedacht, er hätte ihn umgerissen. Wenn eure Charaktere sterben auf dem Feld, ist nicht weiter schlimm. Ihr könnt dann euer Erste-Hilfe-Kit auspacken. Den Mann verbinden, steht wieder auf, kann ganz normal weiterkämpfen. Der hat dann weniger TP für den Rest der Runde. Wenn ihr gebunden seid und ihr könnt nicht weiter, könnt ihr den Gegner einfach wegschubsen. Dann passt das schon wieder und wir verdrücken uns jetzt hier, weil es gibt keine Bonuspunkte für gegegnete Töter. Es gibt keine Bonuspunkte für getötete Gegner. Gutes Spiel wirklich, macht Spaß, die Missionen. Ihr seht ja, die sind ein bisschen taktisch, die sind ein bisschen knifflig. Natürlich hätte man die jetzt auch alle töten können, aber warum? So, genau, der geht jetzt für uns jagen. Bedeutet, wir können den in alte Missionen zurückschicken und während wir unterwegs sind, plündert er dann da für uns. Aber das ist irrelevant, das soll uns jetzt mal nicht weiter interessieren. Wir hören hier auf. Ihr habt jetzt gesehen, die Missionen sind alle nicht schlecht. Wie gesagt, die nächste ist so eine richtige PvP-Mission, wo man quasi gar niemanden töten muss, wo man außerhalb vom Sichtfeld bleibt. Die Grocery ist schwierig und der Bosskampf war richtig happig gewesen. Das war so, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt den Boss nicht töte und die Mission dann nicht sofort vorbei ist, sind hier alle tot. Spoiler, die Mission war nicht vorbei, als ich den Boss getötet habe und es sind nicht alle gestorben. Ich bin trotzdem gut rausgekommen. Also, cooles Spiel, vor allen Dingen für Rundenstrategie, sehr taktisch. Man kann sehr viele lustige Sachen machen und ich freue mich definitiv drauf, wie es weitergeht. Ich denke, wenn das Spiel irgendwann noch fertig ist, alle Missionen drin sind, werden wir es auf jeden Fall mal komplett durchziehen hier auf dem Kanal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.